der Regierung, der Ministerpräsident sagt, ich will keine unabhängige Justiz. Ja, mit so einem Land Verhandlungen zu führen, es ist langsam absurd. Deswegen... Deswegen haben wir als CSU eine klare Position. Wir wollen mit unseren Nachbarn natürlich in Frieden, in Freundschaft leben, aber nicht jeder Nachbar muss sofort Mitglied der Europäischen Union werden. Und deswegen lasst uns das, was miteinander möglich ist, zwischen der Türkei und der Europäischen Union angehen. Da gibt es eine Reihe von Herausforderungen, die wir gemeinsam bewältigen wollen. Aber eine Vollmitgliedschaft unter solchen Bedingungen macht einfach keinen Sinn. Und ich sage auch ganz deutlich, wir haben jetzt in den letzten Jahren, vor 10 Jahren war die große Erweiterungsrunde um 10 neue Staaten, wir haben in den letzten Jahren 13 neue Staaten in die Europäische Union aufgenommen. Wir müssen jetzt auch mal pausieren. Wir müssen uns nach... Wir müssen uns nach innen konsolidieren und stabilisieren, weil natürlich noch nicht alles rund läuft mit denen, die in den letzten Jahren in die Europäische Union gekommen sind. Und ich will schon mal in aller Deutlichkeit sagen, ich erinnere mich noch gut, Barbara, als es um den Beitritt Bulgariens und Rumäniens ging, wo wir beide übereinstimmen, du mit deinem großen Erfahrungsschatz und deinen vielen Beziehungen, die du gerade nach Rumänien hast, auch gesagt hast, jawohl, diese beiden Länder gehören natürlich zu Europa, aber jetzt noch nicht. Und wir hatten recht, leider hatten wir recht. Und deswegen müssen wir uns Zeit nehmen, uns nach innen zu konsolidieren, bevor wir uns erweitern. Ich will ein weiteres Stichwort nennen, das uns gerade als CSU besonders unter den Nägeln brennt. Wir wundern uns immer wieder, womit sich Kommissare im Laufe eines Arbeitstages, einer Arbeitswoche alles beschäftigen können. Die Ölkännchen sind genannt worden. Das Neueste ist die Stromaufnahme von Staubsaugern, auch ein ganz wichtiges Thema. Ich sehe lauter Staubsaugerexperten hier, ja. Aber Spaß beiseite, viele Detailregelungen, wo man sich wirklich fragt, ja, das Zusammenleben in Europa ist doch nicht gefährdet, wenn es nicht geregelt ist. Und das muss die Marschnur sein. Und wenn also Kommissare Zeit haben, sich um solche Dinge zu kümmern, dann haben wir wohl ein paar zu viel davon. Und deswegen sagen wir als CSU in aller Deutlichkeit, wir wollen eine deutliche Reduktion der Zahl der Kommissare. Aber ich sage das auch ganz deutlich, es geht nicht nur um die Spitze, es geht auch um den ganzen Verwaltungsapparat. Wir haben mittlerweile, ich bringe die Zahl immer nicht zusammen, weil die schießen wie Schwammerl aus dem Boden, Agenturen, 28 war mein letzter Stand. Schau die Kollegen an, ob das stimmt, aber so in der Preisklasse dürfte es sein. 28 Agenturen, die im Auftrag der Kommission sich in Dinge einmischen, die bei uns vor Ort in langen Erörterungsplanungsverfahren stattfinden. Es kann doch nicht sein, dass hier über Agenturen Verwaltungs- und Regierungsaufgaben übernommen werden, die massiv in unser demokratisches System eingreifen und über technische Standards es schaffen dürfen, in alle Lebensbereiche sich einzumischen. Das muss genauso reduziert werden auf wirklich das Minimum, was wirklich europäisch notwendig ist. Und deswegen, meine lieben Parteifreunde, wird das Thema Entbürokratisierung nicht an dem Thema beginnen, wie viele Paragraphen machen wir pro Jahr, sondern wie groß ist der Apparat überhaupt, den wir haben. Weil wenn der Apparat kleiner ist, kümmert er sich zwangsläufig nur um das, was wirklich europäisch gemacht werden muss. Und deswegen, denke ich, sind wir hier auf dem richtigen Weg. Nun, meine lieben Parteifreunde, die Herausforderungen, die wir hier in den nächsten Jahren zu bewältigen haben, die sind natürlich durchaus sehr unterschiedlich. Wir stehen als CSU für eine Stabilitätsunion. Ich will es mal ganz ausdrücklich sagen, Horst Seehofer hat ja ein paar Sätze zum Thema Währungssicherung schon angesprochen. Wir werden morgen einen Spitzenkandidaten der SPD bekommen, wir haben morgen ihren Nominierungsparteitag, der im Wesentlichen aus den Ländern Südeuropas auch als europäischer Spitzenkandidat unterstützt wird und der natürlich nicht für eine Stabilitätsunion steht, sondern für eine Schuldenunion. Und das werden wir im Wahlkampf auch deutlich machen. Und dann nutzt es nichts, Andreas, du hast es ja angesprochen, wenn er schöne Interviews bei uns in Deutschland gibt, aber in Europa eine andere Politik betreibt. Das werden wir offenlegen und das werden wir deutlich machen.
Die Linkspartei wird mit einem Spitzenkandidaten ins Rennen gehen, der aus Griechenland kommt. Alexis Tsipras von der Partei Syriza. Der erklärt hat, dass jetzt in Griechenland Schluss sein muss mit der Sparpolitik. Der erklärt hat, wenn er dann als Spitzenkandidat der linken Kräfte in Europa hier auf europäischer Ebene Verantwortung hat, dann wird die Sparpolitik von Frau Merkel sofort beendet werden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, da kann ich nur ganz deutlich sagen, wer in Deutschland dann die Linkspartei wählt, der kann gleich in die Wahlurne noch ein paar Euro mit reinwerfen, weil es wird ein sehr, sehr teurer Spaß für die Deutschen werden. Wir hatten in der Bundestagswahl die Auseinandersetzung bei den Grünen mit dem Stichwort Veggie Day. Ja, wenn ich mir das Programm der Grünen auf europäischer Ebene anschaue, da ist ja der Veggie Day noch harmlos. Bei den Grünen geht es wirklich darum, jeder von uns ist unmündig. Jeder von uns trifft als Einzelner falsche Entscheidungen und deswegen bedarf es der Grünen, die ihn vom morgendlichen Aufstehen bis zum abendlichen zu Bett gehen, mitteilen und vorschreiben, was er zu tun hat, was er zu essen hat, was er nicht zu essen hat, wie er sich zu verhalten hat, welche Glühbirnen er in die Lampen reinschrauben hat und wann er sie einschalten darf und so weiter und so weiter. Ja, meine lieben Freunde, das ist nicht unser Europa, wo alles im Kleinsten vorgeschrieben wird, wie es die Grünen in ihrem Wahlprogramm haben. Und dann will ich auch ein Stichwort zu den Liberalen sagen. Der Spitzenkandidat der europäischen Liberalen, der frühere belgische Ministerpräsident Guy Verhofstadt, der vor kurzem mit dem Edelgrünen Daniel Cohn-Bendit ein Buch veröffentlicht hat. Lieber Alexander Dobrindt, da stehen jetzt nicht so Schweinereien drin wie im Großen Bazar, diesem berühmten Buch von Daniel Cohn-Bendit aus den 70er Jahren, das du ja zu Recht aufgegriffen hast. Aber da hat sich Herr Verhofstadt und Herr Cohn-Bendit, ich kenne das Buch auch, und den Herrn Cohn-Bendit ärgert es auch wirklich, dass ich es besitze, weil er hat mal versucht, die alle vom Markt aufzukaufen. Aber das ist eine andere Geschichte. Guy Verhofstadt, der frühere belgische Ministerpräsident, Spitzenkandidat der europäischen Liberalen, fordert Eurobonds und Schuldentilgungsfonds. Und das werden wir natürlich deutlich ansprechen. Das ist nicht unsere Politik. Nun, meine lieben Freunde, ich will es ganz deutlich sagen. Bei der Europawahl jetzt dann am 25. Mai geht es nicht darum, Europa zu wählen. Bei der Europawahl am 25. Mai geht es um die Frage, welche Weichenstellung nimmt dieses Europa? Und da gibt es drei Möglichkeiten. Das eine ist das Europa der Europakritiker, die am liebsten die Zeit zurückdrehen würden, zurück zu einem Europa der nationalen Alleingänge. Und da sage ich in aller Deutlichkeit, das wäre ein gefährlicher Rückschritt in eine Zeit, die wir eigentlich zu überwunden geglaubt haben. Das zweite Modell, das ist ein Europa des Zentralismus und der Verantwortungslosigkeit, um das auch mal ganz deutlich zu sagen. Für ein solches Europa, das für alles eine Regelung hat, das alle nationalen, regionalen, kommunalen Verantwortlichkeiten unterminiert, treten die Sozialdemokraten, die Grünen, die Kommunisten ein. Sie wollen einen großen technokratischen Masterplan mit Detailvorschriften für alles und jeden, für Eurobonds und für Schuldentilgungsfonds. Und das dritte Modell ist das Europa, das wir wollen als CSU. Ein Europa, das dort groß und entschlossen ist, wo man nur gemeinsam auch etwas erreichen kann, das unsere Interessen gegenüber anderen Teilen dieser Erde auch durchsetzt. Aber ein Europa, das gleichzeitig großzügig ist, wo es darum geht, Spielräume für die Regionen, für die Kommunen zu schaffen und damit auch Luft zum Atmen gibt, um eigenständige Entscheidungen zu treffen. Wir wollen ein Europa, das groß im Großen, aber großzügig im Kleinen ist. Und um es kurz zu machen, wir wollen ein starkes Europa der Regionen, das bürgernah ist, die kulturelle Vielfalt respektiert, die deutsche Sprache achtet, um das auch mal ganz deutlich zu sagen. Sich seiner christlichen Wurzeln bewusst ist. Und dass seine Grenzen kennt, geografisch wie politisch.
Denn nur ein solches Europa wird dauerhaft die Unterstützung der Menschen haben. Und deswegen, meine lieben Freunde, die meisten von uns kandidieren ja auch für kommunale Parlamente. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir in den Kreistagen insbesondere auch als Europaabgeordnete stark mitvertreten sind. Wenn wir jetzt miteinander bis zum 16. März gemeinsam für unsere Kommunalpolitiker kämpfen, dafür sorgen, dass wir als CSU in der Seele der Politik bei der Kommunalwahl den notwendigen Erfolg haben. Und dann meine Bitte, unsere Bitte, einen kurzen, aber engagierten und am Ende erfolgreichen Wahlkampf zu führen. Wir bauen auf euch, gemeinsam am 25. Mai den Erfolg zu erzielen, den Horst Seehofer eingefordert hat. Er hat ja für uns die Messlatte jetzt hochgelegt. Aber miteinander, wenn wir uns anstrengen, werden wir es schaffen. Ich baue darauf, mit euch gemeinsam einen engagierten Wahlkampf im Interesse der Menschen in Bayern zu führen. Und dann wird sich auch am 25. Mai der Erfolg einstellen. Herzlichen Dank.